Kalanta Wolny hat schwere Vorwürfe gegen ihre Familie erhoben. Nun klagt sie vor allem ihre Schwester Estefania an. Kalanta Wolny, wie könnt ihr da mitmachen? Sie teilt weiter aus. Kalanta Wolny, 23, hat in den vergangenen Tagen immer wieder schwere Anschuldigungen gegen ihre Familie erhoben. Kontakt hat sie zu dieser laut eigener Aussage nicht mehr. Was sie jedoch nicht davon abhält, gegen diese auszuteilen. Vor allem gegen ihren Bruder Jeremy Pascal, 27, erhob sie schwere Vorwürfe. Während die restlichen Wollnies die Anschuldigungen vehement abstreiten, legt die 23-Jährige immer weiter nach. Ich sprach meine Mutter auch darauf an, was es Neues gibt. Da wollte ich auf den Kontakt mit Jeremy hinweisen. Man wünschte mir daraufhin einen schönen Abend. Besonders gegen eines ihrer Geschwister teilte sie daraufhin aus. Ich fragte Estefania, wie könnt ihr da mitmachen? Es wurde gelesen, aber keine Antwort. Kalanta Wolny. Ich wurde krank gemacht und viele Wolny-Mitglieder versuchen dies zu vertuschen. Das Problem sei dabei nicht sie selbst, fuhr Kalanta fort. Auch ihre Depressionen und ihre posttraumatische Belastungsstörung, PTBS sei nicht das Problem, denn ihr denkt, ich sei durchgeknallt, wenn ihr diese Diagnosen hört, aber wisst ihr, was das ist? Nö. Dann erklärte die 23-Jährige, dass ihre Diagnosen nicht bedeuten würden, dass sie sich die Geschehnisse ausdenkt, Depressionen können einen Menschen in den Tod treiben, aber das bedeutet nicht, dass man sich Dinge ausdenkt. PTBS ich mache ins Bett und leide unter posttraumatischem Stress. Das bedeutet, mein Körper musste so viel Stress mitmachen, dass mein Körper auf Dauer im Abwehrmechanismus ist. Doch nur weil ihr Körper so reagieren würde, hieße dies nicht, dass sie verrückt sei. Aber bin ich irre? Nein, ich wurde krank gemacht und viele Volni-Mitglieder versuchen dies jetzt zu vertuschen. Oha, erneut ein harter Vorwurf in Richtung ihrer Familie. Während Jeremy Pascal bereits rechtliche Schritte gegen seine Schwester eingeleitet hat, hatte Familienoberhaupt Silvia Wolny an die Fans appelliert, auf weitere Spekulationen zu verzichten. Doch letztendlich ist es Kalanta, die derzeit immer wieder Öl ins Feuer gießt.